Mein Name ist Thomas Keston. Ich bin Anwalt und lebte zu der Zeit, in der sich die bemerkenswerten Ereignisse um das ägyptische Parfum abspielten, in einer bescheidenen Kammer in London. Ich hatte im Jahr 1930 mein Studium abgeschlossen und hielt mich seitdem schon 2 Jahre mit wissenschaftlichen Arbeiten mehr schlecht als recht über Wasser. Zum Zeitpunkt der ersten Erscheinung, am 14. Dezember 1932, war ich gerade in meinen kärglichen 4 Wänden mit dem Abfassen meines neuesten Aufsatzes beschäftigt. Er trug den verheißungsvollen Titel »Über den aktuellen Stand der Rechtslage bei der Eigentumsübertragung«. Ist da jemand? Da ist doch jemand. Zeigen Sie sich, und zwar unverzüglich. Nichts. Niemand da. Da, wieder. Das gibt's doch nicht. Das Ganze war noch verwunderlicher, da ich mir vollkommen sicher war, dass ich die Tür vor Aufnahme meiner Schreibarbeit abgeschlossen hatte. Nichtsdestotrotz war der Eindruck, dass ich mit einem Mal nicht mehr allein im Raum war, übermächtig. Ich fühlte mich beobachtet und hörte ganz deutlich jemanden atmen. Niemand zu sehen. Was ist denn das? Ein Geruch, der mir seltsam vertraut vorkam, ließ mich schlagartig innehalten. Aber das kann doch nicht sein, dass ich diesen Geruch noch einmal in die Nase bekommen würde. Nach meinem Schulabschluss hatte ich das Jahr, bevor mein Studium begann, damit verbracht, in ferne Länder zu reisen. Lange Zeit hielt ich mich damals in Ägypten auf, um dort die Tempel und Gräber aus der Pharaonenzeit zu besuchen. Ich glaube, nichts hat mich in meinem Leben mehr beeindruckt als die intensive Begegnung mit den Resten dieser Hochkultur. In Kairo hatte ich dann das große Glück, einen Scheich kennenzulernen, der ein bedeutender Kenner des alten Ägyptens war und seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Artefakten aus dieser Zeit bestritt. Mein Diener Mustafa hatte mich indes vor ihm gewarnt. Bitte vorsichtig sein bei diesem Mann. Man munkelt, dass er sei ein großer Magier-Effendi. Er soll Kontakt haben mit dunklen Mächten, ja, sogar mit dem Fürsten von Dunkelheit persönlich. So ein Unsinn. Ich habe ihn als einen sehr liebenswürdigen Menschen kennengelernt. Außerdem ist er ein sehr guter Geschäftsmann. Ich verdanke ihm den Erwerb von einigen wertvollen Gegenständen aus der Zeit der Pharaonen. Ich bleibe dabei. Er sei gefährlich. Effendi muss vorsichtig sein bei alten Scheich. Wenn es dich beruhigt, ich verspreche, vorsichtig zu sein. An jenem Tag schlug mir, als ich die Räumlichkeiten des alten Scheichs betrat, ein mir vollkommen fremder Geruch entgegen. Er war einerseits herb, andererseits süß und wirkte beruhigend und anregend zugleich. Ja, ich möchte fast sagen, erregend. Was ist das für ein betörender Duft? Oh, das ist das berühmt-berüchtigte ägyptische Parfum, Effendi. Verkauf mir eine Fiole davon. Ich muss es haben. Oh, nein. Das werde ich ganz bestimmt nicht. Man sagt dem Parfum große magische Eigenschaften nach, müsst ihr wissen. Es wäre fatal, wenn es in falsche Hände geriete. Kann ich es denn bei jemand anderem erwerben? Oh, nein. Es gibt nur noch geringe Mengen davon. Niemand weiß, woraus es die Magier in der Pharaonenzeit gemischt haben, obwohl viele versucht haben, es zu analysieren und nachzumischen, ist es doch bisher niemandem gelungen. Wer also noch ein paar Tropfen davon besitzt, kann sich glücklich schätzen und wird sie nie und nimmer verkaufen. Das könnt ihr mir glauben, Effendi. Nicht für alles Gold der Welt würde ein weiser Mann es verkaufen wollen. Und das aus gutem Grund.
Ich verbrachte noch einige Stunden bei ihm und versuchte ihn zu überreden, mir doch wenigstens einen Tropfen von dem ägyptischen Parfum zu verkaufen, da ich seine Weigerung nur für eine Taktik gehalten hatte, den Preis möglichst hoch zu treiben. Aber darin sollte ich mich getäuscht haben. Er blieb standhaft. Und so räumte ich irgendwann rechtschaffen ernüchtert das Feld und kehrte in meine Unterkunft zurück. Während Mustafa an jenem Abend meinen Mantel abbürstete, hielt er plötzlich erschrocken inne und wirkte sehr aufgebracht. Wo sind Effendi nur gewesen? Was meinst du? Wie kommen Geruch von Tod, Teufel und Hölle in Mantel von Effendi? Ach, das meinst du. Es ist nur das ägyptische Parfum. Die Luft in den Räumen des Scheichs war reichlich damit geschwängert. Ich recht habe, Effendi vor alte Scheichs zu warnen. Er mit Mächten der Dunkelheit im Bunde. Oh, Effendi muss er sein, vorsichtig. Ich glaube nicht an die Existenz von dunklen Mächten, Mustafa. Das brauchen Effendi auch nicht. Dunklen Mächte, seien das egal. Kein Mann aus England wissen, wie gefährlich sein Magie aus alter Zeit. Ich flehe euch an, nie wieder gehen dorthin zu alte Scheich in Laden. Diese Duft seien geschaffen von Teufel für Beschwörung. Kein guter Mann besitzen diese Parfum. Es seien verflucht. Warum denn das? Weil... Ja? Weil sie damals opfern, Mensch zu machen, diese Parfum. Wir deshalb es nennen Jungfrauenblut. Das ist doch blanker Unsinn. Du kannst nicht im Ernst von mir erwarten, dass ich so etwas glaube. Es seien aber reinste Wahrheit, Effendi. Ich wissen. Viel hören von weisen alten Leuten. Einen Bären hast du dir aufbinden lassen von deinen weisen alten Leuten. Sag, kannst du mir etwas von diesem Parfum beschaffen? Nicht um alles in der Welt, Effendi. Niemand kann beschaffen. Ich nicht. Keiner. Ich nie im Leben würde anfassen, dieses Zeug von Teufel. Niemals. Ich gebe einen guten Rat. Für Heil von Seele halten Effendi sich besser fern von teuflischer Duft und gefährlicher alter Scheich. Wenn du meinst. Ich lachte über seine Furcht. Allerdings konnte keinerlei Zweifel daran bestehen, dass er alles, was er gesagt hatte, sehr ernst gemeint hatte. Das hielt mich jedoch nicht davon ab, ohne sein Wissen in der Folgezeit wirklich jeden auf Düfte spezialisierten Händler in Kairo aufzusuchen und nach dem ägyptischen Parfum aus der Pharaonenzeit zu fragen. Ich blieb leider erfolglos auf meiner Jagd, etwas davon zu kaufen. Umso überraschter war ich deshalb, dass ich nun Jahre später in meiner bescheidenen Kammer in London im Zuge der unheimlichen Erscheinungen plötzlich diesen Duft, der sich intensiv in mein Gedächtnis eingebrannt hatte, wieder roch.